Diese Einschränkungen sind erst der Anfang, warnt uns Frau Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, dieses Interview ist eine Art Rundumschlag gegen die Freiheit. An zahlreichen Stellen zeigt hier Frau Göring-Eckardt ganz klar, wonach es ihr in Zukunft geht, nämlich die zunehmende Einschränkung bürgerlicher Freiheitsrechte durch eben die verschiedenen Arten von Konsumverzicht. Und da gibt es jetzt auch überhaupt gar nichts dran rumzurütteln. Das sind eben die ganz konkreten Aussagen, die eben noch gepaart werden mit fast schon einer Klaus Schwab-artigen Form von Umverteilungsfantasien. Aber der Reihe nach springen wir jetzt erstmal am Anfang von diesem Interview rein, wo es noch um das Thema Energiesparen und so weiter geht. Und hier sieht man jetzt zum ersten Mal, wie Frau Göring-Eckardt in Wahrheit tickt, nämlich indem sie von Privathaushalten als Energiefresser spricht. Und wenn ich jetzt einen Privathaushalt, ich meine, ja, jeder Privathaushalt ist ein grundlegender Pfeiler jeglicher bürgerlicher Demokratie, ne? Wenn ich jetzt von diesen Privathaushalten als Energiefresser spreche, dann zeigt das natürlich ganz klar, dass es auch hier unter anderem einer der Punkte sein wird, wo ich ganz zentral ansetzen möchte, um eben Einschränkungen, Einsparungen und so weiter durchzusetzen. Sei es halt zum Beispiel, wann ich hier oben die Wärmepumpe ein- und anschalten darf oder wie lange ich halt eben dusche und so weiter. Interessant nur an der Stelle ist, dass Frau Göring-Eckardt hier auf einmal von einer Solaranlage auf ihrem Dach spricht, wo sie jetzt immer ganz genau ablesen kann, was sie so einspeisen und was sie verbrauchen. Und ich stelle mir die Frage, seit wann kann man das in so einem Plattenbau-Gemeinschaftswohnhaus denn eigentlich überprüfen? Ich meine, vielleicht könnt ihr das ja in den Kommentaren mal erklären, ob man das machen kann, wenn man zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus wohnt, irgendwo in einem riesigen Hochhaus, ob man das dort überprüfen kann. Oder aber vielleicht handelt es sich hier gar nicht um einen Plattenbau, wie es eben angestrebt ist von der Politik für uns Bürger, sondern vielleicht lebt ja Frau Göring-Eckardt sogar in einem Einfamilienhaus. Aber das wollen wir hier an dieser Stelle nicht unterstellen, ne? Weil wir wissen ja, dass die Einfamilienhäuser zunehmend verboten werden sollen. Übrigens, genauso wie, ja, ich will ja nicht sagen, ich hätte es euch gesagt, aber ich habe es euch ja neulich gesagt. Schaut mal hier, Flugzeug, ne? Da geht es halt in Zukunft eben auch dran. Und zwar gibt es hier gerade eine neue Studie vom Sachverständigenrat für Umweltfragen. Oh ja, dieses schöne Wort Sachverständigenrat, haben wir das nicht auch vorhin neulich gerade in einem Video gehabt? Jedenfalls haben die so eine Studie verfasst und da heißt es eben unter anderem in diesem schönen Satz, ne? Ein weitreichender Wandel hin zu umweltfreundlichem Verhalten, also der Bürger, kann nur gelingen, wenn die Politik dieses an verschiedenen Stellen und über verschiedene Maßnahmen erleichtert, anreizt und teilweise eben auch einfordert. Ja, also auf der einen Seite durch Nudging und auf der anderen Seite durch Gängelung und durch ganz klare Verbote, also neue Gesetze, die beispielsweise dann eben das Fliegen immer teurer und teurer machen, wo du dann keine Flugangst mehr durch die Turbulenzen hast, sondern die Flugangst schon dann beginnt, wenn du nämlich den Urlaub buchen möchtest, weil du vielleicht ihn dir gar nicht mehr leisten kannst. Aber das war alles bisher nur zum Warmwerden. So richtig heiß geht's jetzt hierher, wo es um die tatsächlichen Einsparungen geht. Wir müssen nämlich überall sparen. Unternehmen müssen prüfen, ob sie die Heizungen und Klimaanlagen in die Büros und Werkhallen drosseln können. Gleiches gilt für öffentliche Gebäude, Golfclubs oder auch Spaßbäder. Wir sollten uns bewusst machen, die notwendigen Einschränkungen wegen des Krieges sind nur der Anfang. Die Klimakrise wird uns noch viel mehr Einschränkungen abverlangen. Sehr interessant. Welche genau? Darüber sprechen wir jetzt als nächstes. Und zwar, wenn es dann so um die Wohlstandsdefinitionen und so weiter geht, wo sie unter anderem sagt, wir brauchen ein völliges neues Konzept, ne? Also es kann doch nicht sein, dass es im Supermarkt ständig alle Produkte zur Verfügung gibt. Ja, also warum nicht einfach eine Rationierung machen, könnte man hier an dieser Stelle auch direkt sagen, ne? Fleisch essen und eine riesige Auswahl im Restaurant? Nein, 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 das brauchen wir doch alles nicht. Ist das Wohlstand? Fragt sie hier, ne? Wir brauchen eine realistische Definition. Also nicht mehr die Bürger,
legen fest, welche Definition von Wohlstand sie sich erarbeiten wollen und so und welche sie auch haben, sondern sie legt das Ganze fest und sagt, wir brauchen eine realistischere. Ne? Und jetzt geht es auch hier direkt ans Eingemachte. Ne? Der Wohlstand, so wie er jetzt ist, ist sehr ungerecht verteilt. Ne? Und deswegen möchte sie über eine Art CO2-Fußabdruckbelastung und eine neue Steuer eben dafür sorgen, dass das Ganze umverteilt wird. Ne? In unserem Land leben daneben sehr viele Reiche, denen auch höhere Gasrechnungen nichts ausmachen. Wir werden die Ressourcen neu verteilen müssen. Interessant, interessant. Welche Art von Verteilung meint sie denn hier genau? Ja, eine Reichensteuer, fragt hier T-Online. Und sie weicht jetzt erstmal so ein bisschen davon ab, spricht dann aber hier wieder von dem CO2-Verbrauch und von der CO2-Bilanz und so. Zum Beispiel mit einer großen Wohnung, zwei Autos und permanenten Flugreisen. Der muss mehr zahlen. Also vor allem die ganzen grünen Wähler an dieser Stelle, ja. Denkbar wäre auch eine temporäre Vermögensabgabe. Aha, interessant. Wir brauchen einen neuen Gerechtigkeitsvertrag. Wir werden künftig soziale Gerechtigkeit nicht mehr von Klimagerechtigkeit trennen können. Also das könnte wirklich direkt aus dem Buch The Great Reset stammen. Auch hier heißt es ja immer wieder, dass man einen neuen sozialen Vertrag braucht zwischen Staaten und Bürgern. Und dieser soziale Vertrag, der bedeutet halt eben eine zunehmende Einschränkung der Freiheit dieser Bürgerrechte. Und diese Aussagen, die lassen einen schon so ein bisschen zweifeln an dem freiheitlichen Verständnis, der hier irgendwie von der Frau Göring-Eckardt an den Tag gelegt wird. Ich meine, alleine so dieses Thema einer Vermögensabgabe, das ist doch genauso, sie spricht zwar hier vom CO2-Verbrauch und von der CO2-Bilanz und sagt, die Reichen, ja, die können sich das ja leisten, die können ja auch mehr zahlen, aber wie ist es denn in der Praxis genau gewesen jetzt? Ja, ich habe es doch jetzt ganz klar schon mehrmals gezeigt, dass ausgerechnet die ganz Reichen eben keinerlei CO2-Kosten haben durch die Privatjets oder erst ab einem extrem hohen Verbrauch von über 1000 Tonnen und das auch nur bei privat genutzten Reisen. Jeder ganz Superreiche, der um die Welt tingelt, der kann natürlich alles als Geschäftsreise angeben, weil er sich irgendwo mit jemand trifft und dort sagt, ja, das war eine Geschäftsreise und somit kann er dann auch bis zu 10.000 Tonnen halt eben CO2 mit den Privatjets in die Luft pulvern, bevor er überhaupt dort in eine Bepreisung dieses CO2s reinkommt. Und genau so wird es eben auch bei einer potenziellen Vermögensabgabe sein, dass man eben auch hier wieder bei den Superreichen eben irgendeine Art von Ausnahme findet, weil die eben bestens vernetzt sind in diesen Kreisen und eben natürlich auch diese Gesetze ganz klar mitschreiben und mitdiktieren. Und am Ende wird es halt eher wieder so die Mittelschicht sein, die dann eben tatsächlich für so eine Vermögensabgabe in Frage kommt. Mark my words, so wird es am Ende des Tages immer kommen. Also wenn dieses Interview nicht spätestens ein Alarmsignal für alle Wähler ist, dann weiß ich auch nicht.